Ja, geboren, Dario, bin ich in Zakopane. Wo ist das? Zakopane liegt heute in Polen. Das ist die Hohe Tatra, das sind sehr hohe Berge, bis 2600 Meter hoch. Aber meine Eltern sind Deutsche. Die Frage natürlich, wie komme ich nach Polen? Mein Vater hat in Lemberg gearbeitet, ein Jahr lang. Meine Mutter ist ihm nachgezogen. Und wir waren 1943, Anfang 1944, dann in Lemberg. Und da war die Rote Armee kurz vor dem Einmarsch und wir mussten sehr schnell fliehen. Und wir sind von Lemberg über Zakopane, dort bin ich auf die Welt gekommen, nach Bayern mit dem Zug, mit einem der letzten Züge. Es war sehr dramatisch. Willst du das hören? Naja, wir waren einige Tage nur in Zakopane, wir mussten zwangsläufig wegen der Entbindung dort Halt machen. Die Entbindung war sowieso schwierig, aber das Interessante war, das habe ich meinen Studenten auch immer erzählt, wir sind mit einem der letzten Züge nach Westen gefahren. Da gab es, es war sehr kalt im April, es gab keine Fensterscheiben mehr, es waren viele Verwundete im Zug. Meine Mutter hat das Fläschchen an der Lokomotive gewärmt, wir hatten keine Windeln, es muss nicht sehr gut gerochen haben von mir. Und die Soldaten, die reinkamen, sagten, hier ist die Pest und sind wieder rausgegangen. Also es war sehr dramatisch und ich kann froh sein, dass ich überlebt habe. So, denn du bist in München, in Bayern, Ja, aufgewachsen. in der Oberpfalz, an der böhmischen Grenze, in einem Dorf. Und wir waren richtige Flüchtlinge. Wir hatten wenig und haben uns ernährt von dem, was meine Eltern aus dem Wald geholt haben, Beeren gesammelt, Heilkräuter gesammelt und getrocknet. Also es war eine sehr, sehr arme und schwere Zeit. Vielleicht darf ich das noch sagen. Der Kardinal von Köln, Kardinal Frings, Erzbischof von Köln, hat gesagt, wenn man etwas zum Lebensunterhalt braucht, zum Essen, darf man sich das nehmen, also auch stehlen. Und das ging in die deutsche Sprache als Fringsen ein. Kardinal Frings, Fringsen. Und wir haben kräftig gefringst. Also wir haben auf den Feldern Kartoffeln geholt, Ähren gesammelt. Und meine Mutter hat, was sie nie gemacht hat im Leben, Hühnchen beim Bauern gestohlen, um ihren drei Kindern was zu essen zu machen. Das ist, ich verstehe, das ist Ja. wichtig zu überleben. Ja. Und so, wie war deine Kindheit statt von dieser Situation? Das war eine glückliche Kindheit. Ja, also ich habe wirklich sehr gute Eltern gehabt und die haben uns Kindern eigentlich die schönste Jugendzeit bereitet. Trotz dieser ärmlichen Zeit, für uns war es etwas wie Robinson oder Indianer spielen. Wir waren viel im Wald und wir hatten, also ich jedenfalls, eine glückliche Zeit. Mein großer Bruder, es war etwas schwieriger, waren Flüchtlinge und hatten den falschen Glauben. Wir sind in ein katholisches Gebiet gekommen und waren Protestanten. Mein großer Stimmt. Bruder hat oft auch Schläge bekommen. Wir wurden dann auch als lutherische Teufel bezeichnet. Aber ich selber habe davon nichts gespürt oder kaum was gespürt. Ich habe die Freiheit, die große Freiheit, die Natur genossen. Das war meine große Zeit. Und dann mussten wir natürlich in die Schule kommen und da haben meine Eltern sich wieder um Arbeit beworben und die erste Arbeit, die war dann in Hof in Bayern. Meine Mutter hat ein Mädchenheim geleitet von Mädchen, die aus dem Osten elternlos gekommen sind, vertrieben. Hat sie etwa 80 Mädchen gehabt, die haben in der Baumwollspinnerei gearbeitet in Hof. Und mein Vater hat ein Jungenheim gehabt, elternlose Jungen, die auch in dem Heim gelebt haben und dann Arbeit gesucht haben. Und von dort aus sind wir nach Nürnberg gekommen. Das war dann eigentlich unser richtiger Ort, an dem wir geblieben sind. Und dann, du warst schon in Schule, was hast du dann in Nürnberg studiert? Ich habe in Nürnberg Abitur gemacht, war an einem musischen Gymnasium und habe dann in Erlangen angefangen zu studieren. Geschichte, Deutsch, Politik
und Pädagogik. Ich habe dann auch mal die Universität gewechselt, bin nach Kiel gegangen und wollte auch Lehrer werden. Okay. Bin es auch anfangs gewesen. Ich habe eine zweigleisige Ausbildung gemacht. Einmal Lehramt für Gymnasien, für Geschichte, Deutsch und Sozialkunde und dann gleichzeitig auch mich um eine universitäre Laufbahn für Didaktik der Geschichte und neuere, neueste Geschichte bemüht. Das war eine sehr stressige Veranstaltung, weil ich immer beides gleichzeitig machen musste. Und ich habe beides sehr erfolgreich abgeschlossen. Ich bin Studienrat gewesen zuletzt, Studienrat fürs Gymnasium und habe dann aber an der Universität 1976 promoviert über ein Thema aus der Reformationsgeschichte und 1987 habilitiert in neuere Geschichte und Didaktik der Geschichte und bin dann Privatdozent auch geworden. Okay. Ich war beides Studienrat und Privatdozent. Und dann habe ich mich natürlich bemüht um eine universitäre Stelle. Okay. Und die Wähle, eine Lehrerin zu sein, wie ist gekommen? Warum hast du diese Idee von Lehrerin zu sein? Ja, Lehrer war für mich wichtig. Meine Mutter war Erzieherin. Und ich denke, der Umgang mit Menschen war für mich immer wichtig und für meine Mutter ist auch sehr wichtig. Und ja. Du hast den gleichen Weg. Ja. Richtig. Und dann, du hast von wie viele Jahre als Privatdozent gearbeitet? Ja, 1987 war die Habilitation, dann war ich Privatdozent. Und dann eröffnet sich die Chance für mich, 1991 bekomme ich das Angebot vom Deutschen Akademischen Austauschdienst, Privatdozent in Dresden. Gastdozent. Gastdozent an der Universität Dresden zu werden. Das war für mich natürlich, die Wende war für mich ganz wichtig in verschiedener Hinsicht. Also jetzt, was die Karriere anbetrifft, ein großes Glück, denn im Westen waren die Stellen auf längere Zeit besetzt. Vor allem Didaktik der Geschichte, das waren noch alles Professoren der ersten Generation, denn es war ein neues Fach, Didaktik der Geschichte an der Universität und die waren alle noch im Amt. Und im Osten wurden ja die Historiker und die Geschichtspädagogen, wie es da hieß, auch abgewickelt. Und da war für mich die große Chance beruflich. Kann ich dir fragen, erste Mal, wo warst du, wo am Mauerfall? Mauerfall war ich in Nürnberg. Mit meinem großen Sohn an einem kleinen Fernseher. Wir haben nicht viel ferngesehen, schwarz-weiß natürlich. Und wir waren die ganze Nacht gesessen und ich war fasziniert. Es war ein großer Wunschtraum für mich. Ist in Erfüllung gegangen. Ich konnte nicht aufhören zu schauen. Kann ich dir fragen, erste Mal wie eine Westdeutsch, was war deine Idee für die Ostwelt, dann davor die Wende? Was war deine Idee wie ein Mensch und dann was war deine Idee wie eine Lehre? Weil du hast Lehrergeschichte. So, das war was war deine Erfahrung oder Idee von der anderen Welt, dass du es nicht gesehen hast? Ich habe vor der Wende schon auch Erfahrung mit der DDR gehabt. Okay. Ich habe für meine Habilitation zwei Forschungsaufenthalte in Dresden und Leipzig gehabt. Okay. Das ist ja eigentlich lustig. Ich forsche dort in den Archiven für meine Habilitationsarbeit. Okay. Und weiß nicht, dass ich wenige Jahre später dort Professor werde. Ich habe in der Mensa gegessen und habe viel Kontakte auch schon zu Menschen bekommen. Bin da auch in der Sächsischen Schweiz schon geklettert. Ich bin auch Alpinist und habe mit einem sächsischen Bergfreund dort geklettert.
Habe natürlich nicht gewusst, dass ich da mal hinkomme, dass die Wende dazwischen kommt. Aber auf deine Frage, ich hatte ein relativ, ja, es ist jetzt schwierig zu sagen, weil es verschiedene Erinnerungen bei mir durcheinander Ja, gehen. klar. Um es auf den Punkt zu bringen, ich habe die DDR vor der Wende besser beurteilt als danach. Danach kamen die persönlichen Erfahrungen, die Gespräche. Vorher war das für mich ein interessantes gesellschaftliches Experiment. Ich bin durch die 68er-Bewegung, Studentenproteste sehr beeinflusst gewesen. Das war in meiner Studentenzeit. Das war für mich die persönliche politische Wende vom nationalen Elternhaus. Meine Eltern waren sehr national. Und da habe ich für mich die politische Wende zur Gesellschaftskritik bezogen. Und deswegen habe ich mich sehr viel interessiert für die DDR. Mein Sohn hat ja promoviert über Ernst Busch, den Sänger der Arbeiterklasse in der DDR. Wir haben viel Ernst Busch gehört, natürlich. Okay. Also, um es nochmal zu sagen, meine Einstellung zur DDR war vor 89, vor der Wende, viel, viel besser als danach. Wie hast du diese Möglichkeit nach Dresden zu gehen? Was war dein Gefühl, dass du selbst gesagt hast, du kannst nach Dresden gehen? Aufregend. Ja. Ich war fasziniert. Natürlich erstmal von der schönen Stadt, dann von der Möglichkeit, Professor an einer Universität zu werden, die zum ersten Mal auch eine philosophische Fakultät aufbaut. Ich war Gründungsprofessor, habe an der Begründung der philosophischen Fakultät mitgearbeitet. Es war der Charme des Anfangs, der mich auch fasziniert hat. Wir haben unsere Arbeitsbedingungen selber schaffen können. Wir hatten alle Freiheit, auch chaotisch etwas, sehr viel kollegial, aber auch sehr viel Arbeit. Wir haben unsere Bücher mit nach Osten gebracht, viel mit Fotokopien gearbeitet und wir sind als Lernende gekommen, also ich jedenfalls. Ich habe versucht, von Anfang an keine Anschlussmentalität spüren zu lassen. Hoppla, jetzt komme ich. Ich bin auch immer wieder in die Rolle des Lernenden geschlüpft. Wir haben Vorlesungen, ich habe Vorlesungen gehalten. Die interessanteste Sache kam anschließend, wenn die Studenten zu mir kommen, die Studierenden, und erzählt haben, was sie erlebt haben. Die waren eigentlich reifer als die im Westen, muss ich sagen. Die haben alle schon ihre politischen Erfahrungen gemacht. Die haben auch zum Teil schon studiert, waren bei der NVA. Und was ich da gehört habe, da beginnt bei mir das kritische Nachfragen. War die DDR wirklich das, was ich mir im Westen immer von ihr gewünscht habe und geträumt habe, wo ich noch nicht so viel wusste? Und da beginnt natürlich das Bild der DDR für mich kritischer zu werden. Aber noch einmal, die Situation war faszinierend für einen Historiker, der jetzt selbst Geschichte sekundär erlebt über die Zeitzeugen und meine Studierenden und die Menschen in Dresden, ich habe in Meißen dann gewohnt, in der schönen Stadt, waren meine Zeitzeugen. Immer Zeitzeugen. Wir haben immer Gespräche geführt, Klar. diskutiert. Und das war die, was war das Gefühl für die Leute, die von dir hören müssen, dass du von West zu kommen, nach Dresden zu gehen und sagen, okay, das, ich verstehe, dass du persönlich, du hast diese Idee, das war nicht deine Geschichte und zu erklären, aber die, sie waren in einer anderen Welt und sie hatten einen Lehrer gekommen, der von Westdeutschland angekommen ist. Was du, das war eine gute Verbindung mit die Ja. Leute, die Studenten. Das war nie kritische, dass die, aber na ja, aber du kamst aus einer anderen Welt. Also ich persönlich, das kann ich nur für mich Klar, beantworten, das ist über hat dich. es überhaupt keine Probleme gegeben. Es mag sein, dass es mit anderen Probleme gegeben hat, je nachdem, wie man sich verhalten hat. Ich habe keinen kolonialen Stil gehabt. Ich bin sehr kommunikativ. Und ich habe mich ehrlich bemüht, die Studierenden und die Menschen zu verstehen.
und für mich auch, um es zu wiederholen, zu lernen. Und einen kleinen Beitrag zur inneren Einigung Deutschlands zu leisten. Und ich glaube, als Historiker kann man das auch wirklich machen, indem man die Frage beantwortet, wie ist es eigentlich dazu gekommen? Die schlimme, die böse Geschichte Deutschlands im 20. Jahrhundert mit den beiden Kriegen, mit der Teilung, das muss man historisch erklären. Und man muss natürlich wissen, dass die DDR-Studierenden im Fach Geschichte nur sehr selektiv über die deutsche Vergangenheit, vor allem über den Nationalsozialismus, aufgeklärt worden sind. Die haben sehr viel gewusst über kommunistische Geschichte, KPD, Geschichte des Kommunismus, über kommunistischen Widerstand, aber dann hört es schon auf. Also es hat keine Aufarbeitung im eigentlichen Sinne, auch gerade des Nationalsozialismus, gegeben. Aber ich habe sehr guten Kontakt zu Studierenden gehabt und sie waren sehr wissbegierig. Sie wollten das einfach wissen. Und wir haben gemeinsam gelernt, wir haben viele Exkursionen gemacht. Ich wollte immer nach Osten, nach Tschechien, Tschechoslowakei damals, Polen, haben wir auch gemacht, aber die wollten immer nach Westdeutschland. Die wollten viel aus dem Westen hören. Also sind wir nach Bonn gefahren zur Regierung. Das hat natürlich immer Geld gegeben für die Fahrt. Wir sind nach Frankreich, an die Gedenkstätten des Ersten Weltkrieges, Verdun. Also allein auf diesen Fahrten sind wir sehr zusammen. Exkursionen sind auch immer ein menschliches Ereignis. Man lernt nicht nur über Geschichte etwas, sondern auch über sich selbst. Man kommt zusammen und wir sind viel gereist. Meine Studierenden haben mir zur Emeritierung ein Buch geschenkt mit dem Titel Gemeinsam reisen. Und da sind viele Erlebnisse, haben sie aufgeschrieben mit mir zusammen. Und das hat mich sehr gefreut. Also ich persönlich für mich habe die Zeit sehr gut gefunden. Ich glaube nicht, dass ich irgendwelche Menschen sehr verletzt habe. Und ich kann nur feststellen, dass meine Studenten sehr, sehr wissbegierig waren. Einige haben bei mir auch promoviert, zwei auch habilitiert. Und ja, es war für mich, als Historiker, der nicht nur Geschichte erzählt hat, sondern der Geschichte auch selber aufgenommen hat, eine sehr, sehr fruchtbare und spannende Zeit. Ich bin auch in Westen Europa aufgewachsen. Und ich hatte immer das Problem, zum Beispiel, dass unsere Geschichte zum Beispiel ist viel zu tun mit was die amerikanische Kultur hat uns gesagt, dass das war Geschichte. Ich mag immer diese Beispiele, wir sind aufgewachsen mit Rambo und Rocky, die gute amerikanische war gegen die Osten oder die Ostenwelt, weil auch Rambo ist gegen die vietnamesische Leute, die weißt du, das ist immer das, aber das interessiert mich immer, das ist wie Jugend, wir haben keine Möglichkeit zu verstehen, das war nicht nur ein Film, es war wie die Geschichte ist von anderen promoviert. So die Frage ist, was ist in deiner Erfahrung mit Geschichte, dass du wie eine Lehrer müssen geändert danach davor und danach der Wende. So was ist? Sie sind viele Fakten in die Geschichte Europa, die sie könnte auf jeden Fall in zwei verschiedene Wege gucken. Und zum Beispiel bei uns, die Amerikanische haben die Zweite Weltkrieg gewonnen. Aber wir wissen, das ist nicht so einfach, es zu sagen. Und ich glaube, dass auf der anderen Seite war die Sowjetarmee hatte die Zweite Weltkrieg gewonnen. Und das wie könnte du danach der Wende die zweite Geschichte zusammenkleben in Ostdeutschland? Das ist eine schwierige Frage. Hoffentlich habe ich dich richtig verstanden.
Ich muss mal erst von mir sprechen. Ja, klar. Ich komme ursprünglich aus einem sehr nationalen Elternhaus. Mhm. Und wir haben ein großes Buch zu Hause noch retten können. Bildersaal deutscher Geschichte. Mhm. Da ist die ganze deutsche Geschichte heroisch mit großen Persönlichkeiten dargestellt. Viel Kriegsgeschichte, große Herrscher. Das hat mich immer fasziniert. Und das war auch eine Motivation, Geschichte zu studieren. Wir haben immer über Geschichte gesprochen, aber natürlich unter einem bestimmten Vorzeichen. Ethnozentrische Geschichte, Nationalgeschichte, deutsche Geschichte. Ich habe es schon angedeutet, 68 ist meine Wende. Da, vor allem in Kiel, bekomme ich die andere Perspektive und sehe, dass diese Geschichte wohl nicht die einzige gültige Perspektive ist, sogar eher eine problematische Perspektive. Und ich bemühe mich, das zusammenbringen, was du gerade gesagt hast, verschiedene Sichtweisen. Also das, was wir in der Wissenschaft Multiperspektivität nennen. Geschichte aus unterschiedlichen Gesichtspunkten sehen. Und da beginnt dann auch meine relative Offenheit gegenüber DDR, auch meine Sympathie für vieles. Wir dachten damals alle, die DDR, der Osten arbeitet den Faschismus richtig auf. Wir haben hier die Rückstände des Faschismus. Wir brauchen so lange, um endlich mal das Schuldbekenntnis abzugeben. Wir haben gesündigt. Das dauert ewig lang, bis zur berühmten Weizsäcker-Rede im Bundestag. Die DDR hat sich als antifaschistischer Staat deklariert, was sehr problematisch ist, aber das war für mich wichtig. Also, ich habe schon 68 gelernt und versucht zu realisieren, dass Geschichte aus verschiedenen Perspektiven gelernt werden muss. Und wie ich dann hier 89 in Dresden an der TU war, an der Philosophischen Fakultät, und neuere Geschichte gelehrt habe und Didaktik der Geschichte. Didaktik der Geschichte ist so etwas wie, wie lehre ich Geschichte im Unterricht, wie mache ich Ausstellungen im Museum, wie gehe ich mit Gedenkstätten um, die Erinnerungs-, die Geschichtskultur, das ist eigentlich mein großes Thema. Und da ist mir dann richtig nochmal aufgefallen, dass man Geschichte offen halten muss und sich bemühen muss, aus verschiedenen Perspektiven zu sehen, ja, und im Diskurs zu bleiben, einen Geschichtsdiskurs zu führen. Und da war das natürlich die richtige Atmosphäre für mich, mit Westprofessoren, die Geschichtsprofessoren waren meistens Westprofessoren, und Oststudierenden und der Ostbevölkerung. Also es war eine sehr fruchtbare Zeit, die dazu beigetragen hat, mein Geschichtsbild weiter zu differenzieren. Was war deine Erfahrung mit der Stadt Dresden und Meißen, die in die 90er Jahre war sehr problematische Zeit für die Sachsen zum Beispiel. Ja. Hast du diese ganze Situation erlebt oder das war eine? Also ich bin gerne nach Sachsen gegangen. Ich sagte schon, ich habe ja schon einige Jahre vor der Wende in Dresden und Leipzig für meine Habilitation gearbeitet. Ein Protagonist meiner Arbeit, Habilitationsarbeit, war Sachse und ist Schuldirektor in Leipzig gewesen. Ich habe Verbindungen zu den sächsischen Bergsteigern gehabt. Da waren Anknüpfungspunkte schon längst da. Ich bin gerne nach Meißen gezogen, weil ich nicht so gerne in der Großstadt wohne. Meißen liegt 20 Kilometer von Dresden entfernt, mit S-Bahn wunderbar zu erreichen. Ich konnte mich früh immer vorbereiten, ich war immer gut vorbereitet, ausnahmsweise. Und es war eine schöne Atmosphäre, hier Großstadt und hier eine gemütliche mittelalterliche Kleinstadt, wie ich es dann auch im Mittelalter von Nürnberg aus gewöhnt war. Es war natürlich am Anfang, ich will nicht sagen Kulturschock, aber es war schlimm. Meißen zu sehen, wie es kurz vorm Zusammenbruch war, es ist schlimm. Es hat eine Ausstellung in der Kirche gegeben, da haben mutige Fotografen das kaputte, zerfallende Meißen fotografiert.
Das war damals gefährlich, das war der Akt der Opposition. Und heute kann man sehen, an den schön aufgebauten Häusern stehen oft Stelen mit den Fotografien vor der Wende. Das sollte man immer sehen. Ich habe erlebt in den ja, 20, gut 20 Jahren, in denen ich dort gelebt habe, wie Meißen wieder aufgebaut wurde und eines der schönsten Städte Deutschlands geworden ist. Meißen an der Elbe mit der Porzellanmanufaktur. Ich habe gern dort gelebt. Es war für mich meine Toskana. Rote Porphyrsteine oberhalb der Elbe, Schafherden, Wein, viel Weinberge. Eine wunderbare Sache. Wir waren auch im Chor, das muss ich dazu sagen, meine Frau und ich. Wir haben uns sehr wohl gefühlt in Meißen. Wir haben uns überhaupt sehr wohl gefühlt. Und das ist etwas schwieriger zu sagen. Eine wunderbare Stadt in wunderbarer Landschaft. Was mich bei Dresden immer etwas stutzig gemacht hat, ist die Frage des Umgangs mit dem 13. Februar 1945. Der 13. Februar 1945 ist die Bombardierung Dresdens, die immer als die große, ja, Dresden wird häufig bei vielen bis heute als Opferstadt nur dargestellt. Da habe ich also immer versucht, ein bisschen gegenzuhalten und sagen, es hat viele Städte in Deutschland gegeben, die sind schlimmer bombardiert worden als Dresden. Ich gebe zu, die vielen Toten und das auf plötzlich gekommen sind. Aber Dresden teilt diese Katastrophe des Zweiten Weltkrieges mit vielen Städten in Deutschland. Und man muss endlich dazu übergehen und sagen, wir waren in einem totalen Krieg, wir sind auch schuldig gewesen. Und diese Schuldannahme ist bei vielen Dresdnern nicht so gewesen. Es wird, glaube ich, besser. Ich weiß, da mache ich mich unbeliebt, weil die Dresdner sonst nur ihre Opferrolle sehen. Eine unschuldige Stadt wird sinnlos bombardiert, wenn der Krieg zu Ende ist. Aus der Perspektive eines KZ-Häftlings könnte das auch so aussehen. Hoffentlich fliegen viele Bomberströme noch, damit das bald zu Ende ist. Und Also die Nazi-Zeit ist nicht ganz überwunden, nicht? was dann denkst du jetzt, danach 30 Jahre, über die Wiedereinheit von Deutschland? Ja, Du hast die beides erlebt. ich habe beides erlebt. Es ist ein Ereignis, das wir so nicht vorausgesagt haben, auch als Historiker nicht. Wir sind überrascht worden. Ich war überzeugt, dass irgendwann die deutsche Einigung stattfinden würde. Aber ob ich sie hätte noch erleben können, das glaubte ich damals nicht. Wir waren überrascht, alle waren wir überrascht. Und ich war fasziniert und war einfach überwältigt, glücklich. Mit dem Jochen, mit dem Ältesten, dieses Erlebnis am Fernsehschirm. Ich habe mich gefreut, ich habe aus vollem Herzen das geteilt, was Willy Brandt damals gesagt hat, es wächst zusammen, was zusammengehört. Und ist noch daran zu erinnern, wir wären ja eigentlich DDR-Bürger gewesen, wenn wir nicht geflohen wären. Wir haben in Woltersdorf bei Erkner am Rande Ostberlins ja eigentlich bis 1945 gelebt. Meine Eltern sind dann nur zeitweise nach mein Vater nach Lemberg versetzt worden. Was ich jetzt als Historiker sagen muss, es ist deswegen ein so großartiges Ereignis, weil es das Ende der langen Nachkriegszeit signalisiert. Die Nachkriegszeit geht zu Ende. Normalität kehrt ein. Und man muss noch dazu sagen, ein Ost-West-Konflikt, lebensbedrohlich im atomaren Zeitalter, hört auf zu bestehen. Wahrscheinlich das mächtigste Feindbild, die Feindbildkonstellation Ost-West, hört auf. Wir haben damals gedacht, es wäre ein Fortschritt in der Geschichte insgesamt. Es ist ja nicht nur die deutsche Geschichte, es betrifft die ganze Welt. In Deutschland besonders zu sehen, aber es ist eine
ein Ende dieses mörderischen Ost-West-Konflikts gewesen. Und das ist vielleicht der höchste Gewinn, den wir hatten. Insofern kann man eigentlich die Einigung nur begrüßen. Die Frage, ob es alles richtig gelaufen ist, speziell in Deutschland Ost und Deutschland West, ist eine ganz andere. Aber grundsätzlich als Historiker, der die längere Dauer im Auge hat, ist das ein Glücksfall der Geschichte gewesen. Mir fällt noch ein, das Institut für deutsche Sprache in Wiesbaden hat 1990 das Wort Entfeindung zum Jahr, Wort des Jahres gewählt. Entfeindung heißt, es ist ein Neologismus. Die Feindbilder hören auf. Wir leben in einer besseren Welt. Wir haben das eine Zeit lang geglaubt, dass dann diese globale Ost-West-Achse des Gegensatzes sich nach Nord-Süd dreht und neue Feindbilder entstehen. Terrorismus, ökologische Katastrophen, Fundamentalismus, Migrationswellen, das war damals noch nicht so recht abzusehen. Aber jedenfalls dieser Optimismus einer friedlicheren Welt ist sehr schnell wieder in sich zusammengebrochen, leider. Kann ich dir eine letzte Frage stellen? Kannst du eine Verbindung zwischen dein persönlich Leben wie eine, du hast gesagt, du warst ein Flüchtling von Polen in Westdeutschland und dann du hast erlebt diese neue Welle, die Leute, die viele gebraucht nach der Wende, weil in Ostdeutschland viel dramatische Sachen geändert sind. Zum Beispiel, ich denke über die ganze FEB, die alle zusammen zu waren. Und jetzt, danach 30 Jahre, wie haben diese Migrationsquelle, die in Europa sind. Kannst du eine Verbindung zwischen diese Geschichte sehen und wie könnten wir zum Beispiel eine bessere Lösung finden von was ist jetzt hier in Europa? Weil du hast so viele verschiedene Situationen gesehen, aber für mich sind alles in der gleichen Linie, aber das ist nur persönlich. Ich darf vielleicht vorweg noch mal sagen, damit es verständlicher wird. Ich bin also nirgends richtig heimisch gewesen. Manche Wissenschaftler haben das als entwurzelt bezeichnet. Ich habe nicht die Heimat. Ich bin auf der Flucht geboren, ich war in verschiedenen Städten und habe das immer als auch Bereicherung empfunden, in andere Städte zu kommen. Ich habe nicht darunter gelitten, woanders hinzugehen und habe mich auch in der DDR, in der ehemaligen DDR, in Ostdeutschland sehr wohl gefühlt. Meine Familie ist mit hierher gekommen, mein kleiner Sohn hat Abitur gemacht, hat hier Musik studiert, mein großer Sohn als Historiker arbeitet hier in der Gedenkstätte in Erfurt. Das ist übrigens auch der Grund, weswegen wir hierher gekommen sind, um unsere Enkel mit zu betreuen. Wir sind hier geblieben. Wir hätten auch nach Westdeutschland gehen können. Wir hatten ein Haus in Meißen und hätten, wie es viele Kollegen gemacht haben, wieder nach Westdeutschland gezogen. Wir sind hierher nach Erfurt, um der Familie unseres großen Sohnes nahe zu sein. Also für mich war diese Zeit keine Flucht oder negative Erlebnisse. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Okay. Ich habe natürlich jetzt die Verbindung jetzt zur, du meinst die Migrationswelle, das Umgehen mit Fremden in Europa, ist es das die Frage gewesen? Ich glaube natürlich, das habe ich natürlich auch noch hier und stelle es jetzt auch noch fest, dass die ostdeutsche Bevölkerung es schwieriger hat, mit Fremden umzugehen. Sie hatten zur DDR-Zeit wenig Fremde, wenn dann nur sowjetische Soldaten
mit denen sie aber keinen Kontakt hatten, so gut wie keinen. Oder Gastarbeiter aus befreundeten, ideologisch befreundeten Ausland, die aber auch kaserniert waren. Oder ganz wenig Kontakt. Und dazu kommt noch einmal, ich muss es noch einmal sagen, die mangelnde Aufarbeitung des Nationalsozialismus im Sinne der Ereignisgeschichte und auch der formalen Abfolgen, die so stattgefunden haben. Ich glaube, die mangelnde Konfrontation mit dem Fremden hat hier diese Fremdenfeindlichkeit, ist vielleicht zu hart, aber diese Abwehrhaltung gegenüber dem Fremden provoziert. Das war im Westen, wir waren es gewohnt. Wir hatten die Einwanderungswellen, italienische Gastarbeiter schon zur Zeit des Nationalsozialismus, Türken, Griechen, und es ist immer gut gegangen über die Urlaubsländer und das gute Essen. Also wenn ich das hier sagen darf, wir haben angefangen, natürlich zuerst waren die Italiener Spaghetti-Macaroni-Fresser, Mausfallendrahthändler. Dann sind wir nach dem Krieg, ich rede es nicht für wir Deutschen, mit VW und Zelt oder Motorrad nach Italien, und dann war es das Paradies. Und dann kamen die Italiener mit dem guten Essen und die Integration war perfekt. Die Griechen ähnlich. Türken ist noch etwas schwierig, da kommt der Glaube noch dazu. Aber wir haben gelernt, mehr oder weniger gut umzugehen damit. Das ist im Osten bisher nicht der Fall. Also so, du sagst, dass wir brauchen mehr Zeit, um mehr Möglichkeiten zusammen zu sein. Ja, okay. Ich würde so sagen, die äußere Einigung, ein Glücksfall, ist nahezu perfekt über die Bühne gegangen. Ich hätte mir nur noch vielleicht gewünscht, dass der 9. November 89 zum Gedenktag gemacht worden wäre, nicht der 3. Oktober. Stimmt. Weil ich glaube, damit, und vielleicht auch noch ein zweiter Punkt, die Verfassung nochmal gemeinsam erarbeitet worden wäre. Wir haben eine Erfolgsverfassung, die Verfassung des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland. Aber wir hätten die Bevölkerung der DDR mitnehmen müssen, wenigstens mit dem Ansatz einer einheitlichen Verfassung. Aber ich komme nochmal zum 9. November. Das wäre eine Bildikone gewesen, die Menschen auf der Mauer. Das hätte gezeigt, die Bevölkerung in Ostdeutschland hat sich die Freiheit erkämpft. Und das wäre im Bewusstsein der Menschen gewesen. Fragen Sie doch mal bitte, was der 3. Oktober ist. Das weiß kein Mensch, nicht einmal meine Geschichtsstudenten. Das ist ein rein technizistischer Tag. Aber der 9. November auf der Mauer, das wäre Anerkennung dessen, was die DDR-Bevölkerung gemacht hat. Und ich gehe noch ein Stück weiter und sage, die DDR-Bevölkerung hat der deutschen Geschichte, der deutschen Misere des 20. Jahrhunderts vor allem, mit zwei Weltkriegen, einer kurzen Demokratie gerade, hat die Würde wieder zurückgegeben, ein Stück Würde zurückgegeben. Denn der Nationalsozialismus musste von außen aufgebrochen werden. Wir haben uns nicht selber befreit. Klar. Es hat Widerstand gegeben, eine verschwindend kleine Minderheit. Wir wurden von außen durch die Kapitulation befreit. Die DDR-Bevölkerung hat von innen heraus die zweite deutsche Diktatur aufgebrochen. Und das ist, wenn du mich fragst, was bleibt von der DDR, sage ich nichts. Das eine, und das ist ein kostbares Gut, eine Diktatur wurde von der DDR-Bevölkerung beseitigt, selbstständig beseitigt. Sicher auch mit guten Umständen oder Hilfe von außen, das ist immer der Fall. Es war eine ausgesprochen mutige Tat. Wir müssen heute natürlich auch ein bisschen aufpassen, es waren nicht alle, die damals demonstriert haben, so ganz überzeugte Demokraten, die hatten zum Teil auch andere Überlegungen, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Wir müssen das anerkennen, das bleibt auf jeden Fall und geht in die Geschichtsbücher ein. Die Tat der DDR-Bevölkerung, selbst sich befreit zu haben. Ja, das ist interessant.
wie eine Perspektive. Und denkst du, dass vielleicht in diesem neue Deutschland es gibt manchmal zu viel oder zu wenige West- und Ost-Indie, wie die ganze Deutschland gegründet ist? Zum Beispiel viele Leute, die sich mit im Gespräch war, sie waren nicht so glücklich mit der Idee, dass viele Sachen, die nicht so schlecht oder sie könnte es auch passen in Ostdeutschland, danach der Wende, sie sind einfach weggeschmissen. Zum Beispiel die ganze soziale Hilfe oder wie die Gesellschaft gegründet war. Oder dass sie hatten, viele Leute, die ich mit gesprochen habe, sie hatten das Gefühl, dass alles ist von Westdeutschland gekommen, wie eine, zu sagen, okay, wir machen so. Das ist, was du machst, das ist, wie es funktioniert, das ist die Versicherung, das ist die Arbeit, das ist die, alles ist so, nicht so groß geplant, aber auf jeden Fall nicht in Gespräch mit die Osten zu verstehen, wie es zusammen machen. Das ist ja die große Frage, was ist falsch gemacht worden bei der Einigung? Was wird heute noch falsch gemacht? Da muss ich vorausschicken, es war ein gesellschaftliches und politisches Experiment, es gab keine Vorbilder und es musste schnell geschehen. Warum dieses schnell? Die Situation, die außenpolitische Situation, es war ein kurzes Zeitfenster, Ja, das klar. musste genutzt werden. Außerdem war das Bedürfnis der ostdeutschen Bevölkerung jetzt. Ich hätte mir auch ein langsameres Zusammenwachsen gewünscht. Theoretisch vollkommen richtig, aneinander gewöhnen, die Wirtschaft aneinander anzupassen, aber ich glaube, politisch unrealistisch. Also ich will es mal überspitzt sagen, die Jugend wäre dann von heute auf morgen im Westen gewesen und die DDR wäre ein Altenheim geblieben. Die Frage ist, welche Industriezweige waren denn überhaupt Gesellschaft, Entschuldigung, waren denn überhaupt weltmarktfähig? Da fallen einem nicht sehr viele Möglichkeiten ein. Also ich glaube, die politische Situation hat die schnelle Einigung erzwungen. Theoretisch wäre das alles andere besser gewesen, eine langsame Einigung, aber die Unmöglich. war nicht möglich. Es ist natürlich zu vielen Verletzungen gekommen. Und das ist, glaube ich, das Problematische an dem Ganzen. Identitätsverletzungen im Osten. Es ist viel Anschlussmentalität vom Westen rübergetragen worden. Man hat sich nicht vielerorts nicht die Bemühungen gemacht, die Geschichten anzuhören, die Lebensgeschichten anzuhören. Und natürlich auch wirtschaftlich ist vieles so gelaufen, dass es für viele eine harte Situation war, ganz klar. Die Arbeitslosigkeit, die Entwertung von Lebensläufen. Trotzdem bin ich der Überzeugung, gerade weil ich die Erfahrung als Flüchtling habe, wir haben auch über 10 Millionen Flüchtlinge integriert in Deutschland, zum Teil sehr harte Schicksale, individuell, aber nach einigen Jahrzehnten spricht man in den Schulbüchern davon, die Integration der Flüchtlinge ist gut gelungen. Und ich prophezei dir auch die deutsche Einigung wird in einigen Jahrzehnten als gelungene Einigung, sehr gelungene Einigung in die Schulbücher eingehen. Individuelle Verfehlungen hat es viele gegeben. Und Identitätsverletzungen hat es auch viele gegeben. Aber letztlich ist das Experiment gelungen. Und ich glaube, dass viele ehemalige Ostblockstaaten doch mit gewissem Neid auch auf die deutsche Entwicklung, die deutsche Einigung schauen. Die Infrastruktur, das habe ich selber erlebt, in Ostdeutschland ist eigentlich, hat sich sehr gut entwickelt.
Was zurückgeblieben ist, ist natürlich manchmal das Gefühl, dass man die DDR-Geschichte nicht ernst genug genommen hat. Aber ich glaube, dass das ein Generationenproblem ist. Die alte Generation wird noch in einigen anderen Dingen das sehr kritisch sehen, die Einigung. Die junge Generation mit all ihren Möglichkeiten spricht da überhaupt nicht mehr drüber. Insofern glaube ich, dass die Einigung auf lange Sicht gesehen eine gelungene Einigung sein wird. Und ich wiederhole nochmal, wir haben auch sehr gelitten bei der Integration in den Westen. Und ich denke, dass es trotzdem eine große Leistung der Deutschen war, die über 10 Millionen Flüchtlinge in Deutschland, übrigens in Ost und West, unterzubringen. Und ich glaube auch, dass die deutsche Einigung eine großartige Leistung war. Abgesehen von diesen zum Teil natürlich sehr bedauernswerten Fällen, aber bringen Sie mal zwei Staaten zusammen mit unterschiedlichen Gesellschaftsordnungen, wovon ein Staat auch noch vor dem Bankrott steht und eigentlich nicht anschlussfähig an den Weltmarkt ist. Man kann da sehr theoretisieren und sehr klug drüber reden, aber Realität ist anders. ja. Okay. Vielen Dank. Das ist alles.